Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern von dem Diamantenschätzen des Dreielbenlandes und einem Spiel Super Hörni. Der letzte Tipp war von You und ich kann euch schon sagen, dass Nick sich tatsächlich herabgelassen hat und beschrieben hat, wie viel davon richtig ist. Er hatte getippt, You getippt, ne? Schwarz, Gelb, Rot, Grün und Schwarz. Das war sein Tipp. Und jetzt schaut mal, ich gehe mal ganz langsam rüber, um es spannend zu machen. Ich muss mal so runter. Eine richtige Farbe an der falschen Stelle. Noch eine Farbe an der falschen Stelle. Eine richtig an der richtigen Stelle. Zwei richtig an der richtigen Stelle. Drei richtig an der richtigen Stelle. Meine lieben, tapferen Freunde, wir haben drei von fünf Farben richtig und auch an der richtigen Stelle. Welche das sind, man weiß es nicht genau. Ne? Man weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall sind sie richtig an der richtigen Stelle. Und wir haben noch, würde der fünfte Tipp kommen. Und wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal die Chance, jetzt die Farbkombination so durchzutauschen, dass es dann endlich passt. Und das schwarze Schaf ist bis hierher gerannt. Ich habe das da hinten erschaffen und es ist bis hierher gerannt. Das ist unglaublich. Eine ganz schöne Reise hinter dir. Lasst bloß die Fackel in Ruhe. Also, schaut es euch nochmal an. Ich warte wieder auf eure Tipps. Für den fünften Tipp jetzt. Ja, die fünfte Tippreihe. Also, die Farben sind alle korrekt, die da sind. Ne? Das sagt uns ja hier schon, dass alle Fackeln da sind. Es sind nur noch zwei, die nicht an der richtigen Stelle sind. Welche beiden Farben könnten das sein? Ja, Freunde, ich glaube, es sieht gut aus für uns. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass Nick jetzt nicht irgendwie noch irgendwelche Tricks versucht. Ja, ist ja auch bald Halloween, man weiß ja nie, was da kommt. Sage ich jetzt nur mal so. Okay, Freunde, wir haben letztes Mal in der Dunkelwacht weitergebaut und auch diesmal werde ich da weiterbauen. Endlich mal ein Gebäude, wo ihr voll dabei sein könnt. Wie das von der Sohle bis zur Spitze entsteht sozusagen. Vom Scheitel bis zur Sohle wollte ich eben fast schon sagen, naja. Entsteht. Ich hoffe, ihr seid immer noch voll dahinter, also steht da voll dahinter, dass wir das so machen und ja, schauen wir mal. Wir sind schon ein bisschen weitergekommen und heute kommt ein ganz spektakulärer Teil. Wir müssen A noch eine Säule hochziehen. Eine Säule hat mich noch gefehlt, ne? Welche war denn das? Mal gucken. Ich glaube, die rechts vorne oder rechts hinten, rechts vorne, rechts hinten. Irgendwo fehlte noch eine Säule. Müssen wir kurz von unten gucken. Da sind die Säulen da, alle drei, 1, 2, 3. Auf der Seite glaube ich auch. Hups. Ja, auf der Seite auch. Ich glaube, es war hier hinten. Hier wird irgendwann der Bach entstehen, den müssen wir bis zum Meer führen, das werden wir dann auch bald machen. Damit wir hier erstmal so ein Gelände haben, wo wir dann richtig schöne Häuser hinbauen können. Da ist er auch da. Dann kann es hier nur da hinten links sein. Hinten links. Okay, Freunde. Ich bin gespannt. Wir sind ganz dicht dran. Also es fehlen nur noch Millimeter, bis wir Superhörni für uns entscheiden und unsere Dorfbewohner wieder kriegen. Total genial. Ich freue mich darauf. Hinten links, sagte ich. Stein habe ich genug dabei. Das ist viel wert. Aha, ja, das bringt uns hier aber nichts. Wir müssen noch einen höher. Wir müssen noch einen höher. Da ist die Säule da. Hä? Merkwürdig. Hier mal raus. Gucken, ob hier die Säule auch ist. Ups. Hier ist sie doch auch da. Und hier kann man noch geradeaus durchgehen. Ja, genau. Wir hätten noch durchgehen können, ne? Ich glaube, ja. Hier hinten? Irgendwo hat sie doch gefehlt. Da ist sie doch auch da. Bleibt uns ja nur noch eine Möglichkeit. Es bleibt nur noch eine Möglichkeit, dass sie hier fehlt. Hier vorne. Tatsächlich. Nein. Die Säulen sind überall da. Bin ich jetzt blöd? 1, 2, 3. Hier kommt man nicht rein. Das ist das Problem. Da kommt man nicht rein. Da müssen Stufen dann hin. Wir gucken mal von oben. Wo fehlt die Säule? Das ist die Frage, die sich uns stellt. Warte mal, hier? Ah, hier. Ups. Nee, da ist er. Verdammt, jetzt komme ich da nicht rüber, ganz klar. Und wir gehen hoch, wir gucken von oben. Es war doch hier hinten. Hier hat sie doch gefehlt, das weiß ich doch ganz genau.
Oder gibt es hier noch ein Zwischensegment? Moment. Ja, das ist, wenn alles so, ja, wie eine Schablone ist, sagen wir mal. Die sind überall da. Die sind überall da. Was habe ich denn da gesehen? Ja, hier kommen wir nicht runter. Ja, das ist noch ein bisschen frickelig hier. Wir müssen mal hoch. Wir müssen mal hoch. Die müssen überall da sein. Da habe ich oben irgendeinen Fehler gemacht. Dann gehen wir jetzt ganz hoch auf Turmes Spitze. Und es ist noch nicht Turmes Spitze. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Es fehlt noch ein Element, was ich eigentlich in dieser Folge auch anbringen wollte. Da, da, da. Hier, ne? Aber hier ist es auch. Ne? Ich hätte das einfach hier nur geradeaus. Ja, das ist auch da. Einfach nur geradeaus hoch. Es war ein Denkfehler. Es war echt ein Denkfehler. Naja, gut. Kann passieren. Darf aber nicht. So, und zwar fangen wir jetzt hier auch gleich mal an. Wir fangen hier direkt an. Ich gehe mal hier runter. Na, das ist wieder so ein Ding. Das ist wieder so ein Ding, ne? Pass mal auf. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Dann einen rüber. Einen rüber. Jetzt 1, 2, 3. 3. Ja, 3 ist okay, glaube ich. Oder 4. 3. 1, 2. Ja, gar nicht so schlecht. Jetzt gehen wir mal runter. Ups, ups. Ganz schön hoch hier. Au, das tut weh. Können wir hier irgendwo ein bisschen kürzer springen? Autsch, okay. Ja, lieber was essen, lieber was essen. Okay, wir haben nämlich jetzt dann hier so ein Halbfenster. Das machen wir jetzt hier natürlich auch. Da müssen wir uns aber kurz mal hochbauen, dafür haben wir den Dreck mit. Dreck ist immer gut. Dreck ist Sicherheit auch. So, okay. Ich gehe jetzt echt auf Nummer sicher. Ihr habt schon recht, das ist ganz schön mädchenhaft. Aber naja, gut. 1, 2, 3, 4, 5. Obwohl, was heißt mädchenhaft? Ne? Ist ja auch Quatsch, eigentlich so eine Aussage zu treffen. Ich hänge hier fest. Moment. Warum hänge ich jetzt hier fest? Ah, dieses Mauskabel. Auch nicht schlecht. So, und jetzt 1, 2, 3. Ein rein. Jetzt 1, 2, ne? Hatten wir gesagt. 1, 2. Jetzt müssten wir wieder einen rein. 1. Und, genau, hier müssten wir also noch einen jetzt rein und einen hoch. Und dann im Grunde so, ne? Damit das Ganze einen Abschluss findet. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal von unten an. Das ist jetzt ein ziemlich hoher Bogen, der hier geschlagen wird, sozusagen. Und der kriegt jetzt hier auch überall noch so Zwischenstreben hin. So. Ungefähr. Und so. Und hier kommt nämlich dann, also hier nochmal jetzt genauso wie da. Dahinter können wir das dann sozusagen als Schablone auch nehmen. Und jetzt geht das hier rein. So und so. Und dann haben wir so einen Fensterbogen. Habe ich mir überlegt, ich habe lange rum überlegt. Ich habe überlegt, da eine Fackel drauf zu machen. Aber das sieht, das zerstört die komplette Optik des Gebäudes. Ja. Pass auf, hier kommt so sowas hin. Genau. Dann können wir die nämlich gleich hier dran bratzen. Weil das ist immer doppelt, ne? Das ist immer doppelt und da kommen wir genau auf der anderen Seite des Turmes sozusagen wieder runter. Das ist dann auch gut. So, okay, Freunde. Da hinten irgendwo im Nebel ärgert sich jetzt jemand ziemlich, dass wir so eine schlaue Community haben, ja. Da wird er sich ganz schön ärgern, der Nick, der Verruchte. Wow, es war ganz schön knapp schon wieder. So, hier müssen wir hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Quatsch. Da müssen wir jetzt auf diese Höhe kommen. Das muss genauso hoch werden wie da. Jetzt müssen wir hier auch rausgehen. Und das ist ganz schön luftig hier oben. Aber naja, das habt ihr jetzt ja die letzten Folgen schon. Ich bin ein bisschen leiser. Ich sehe gerade, ich rede überhaupt nichts mehr ins Mikrofon, weil ich so runtergucke. Tut mir sehr leid. Okay, die 31 und die 12 da noch drauf. Und es wird gerade dunkel auch, aber wir mal. Verdammt. Jetzt habe ich hier so ein Hüftlein. Okay, jetzt ist wieder gut. Da habe ich ja immer Horror vorgehabt, dass ich mal so ein Hüftlein auf dem bei so einem Bauwerk kriege. Diesmal ist es passiert, aber Gott sei Dank hatten wir die Schleichtaste gedrückt. So, okay. So und so. Jetzt gehen wir hier wieder runter. Jetzt müssen wir uns ein bisschen gedulden.
Es wird dunkel, ich weiß, aber hier müssen wir jetzt langsam vorwärts schreiten. So. Jetzt kommen hier die beiden rein und jetzt müssen wir ganz runter. Und das wäre jetzt ziemlich in die Hose gegangen gerade. So, okay. Okay, und jetzt kommt hier nämlich dann der Rahmen noch rein. Ich hoffe, ihr habt mein Bett mit. Ja, die Hüter der Dunkelwacht regen sich schon auf. Geh endlich pennen. Und dann pennen wir doch gleich hier oben. So, zack, gute Nacht. Der erste Bogen ist geschlagen und ich finde, er sieht ziemlich nett aus. Nett ist jetzt nicht immer unbedingt das Beste, was man von so einem Bauwerk behaupten kann. Also sieht gut aus, oder? Okay, wir machen jetzt hier einen kleinen Dreckfahrstuhl hin. Damit wir hier immer schön ungefährdet nach oben kommen. Dann müssten wir hier im Grunde auch wieder rüber. Ja. Was ist hier anders? Ah, hier fehlt noch die Säule, oder? Müssen wir uns gleich von unten angucken. Aber auf jeden Fall geht hier die Schräge hoch bis hierhin. Ne, ist alles gut, glaube ich. Dann käme eine... ja, hier käme dann so ein Brett. Brettdings zwischen, also ein Stein. Das ist kein Brett. Ein Stein ist kein Brett. Eine wichtige Erfahrung für uns. So, dann haben wir den ersten Bogen geschlagen. Hier oben, an der Spitze. Und guck mal, da fehlt jetzt noch was. Wie kommen wir jetzt am blödsten dahin? Am besten mit dem Dreckfahrstuhl, habt ihr recht. Das ist immer die sicherste Methode. Und dann nehmen wir die auch. Denn wie schon gesagt, wir sind gerade so schön hier belevelt. Wir sind total belevelt. So. 1, 2. Auf der anderen Seite müssen wir es jetzt auch noch machen. Dann machen wir das doch einfach. Eine Schaufel haben wir sogar auch dabei. Na siehste, kann doch gar nichts passieren. So, dann können wir hier den Dreck auch wieder wegnehmen gleich. Okay. Schaut mal, das ist doch mal ein Tor, oder? Da oben stimmt aber irgendwas nicht. Da stimmt was nicht. Ah, da habe ich da noch einen untergesetzt. Okay, das war wahrscheinlich so ein Doppelklick oder sowas. Ah, herrje. Moment, haben wir gleich. Wir haben ja genug Erde dabei. Ja, die Gebäude sind natürlich, auch wenn sie dann hinterher cool aussehen, meistens, also schön aussehen, das ist immer ein ganz schöner Aufwand, dann auch, sowas zu machen. Aber ich hoffe, ihr habt da Geduld mit mir. Naja. Man kann nicht immer Geduld haben. Aber das ist auch wichtig, dass man sich dabei Zeit lässt und solche Baufehler wie jetzt, dieses gerade, sofort ausmerzt. Weil ich kenne mich da selber. Hinterher sagst du dann, da ist noch ein Baufehler und dann bleibt der jahrelang. Ich werde immer mal wieder ganz gerne ans Armenhaus erinnert. Da ist das Dach irgendwie schief. Das schiefe Dach vom Armenhaus. Und schaut mal, so sieht das Ganze doch schon ziemlich gut aus. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auf dieser Seite genauso. Das machen wir jetzt hier genauso. Warum ist das hier anders, bitte? Ah ne, ist alles gleich. Okay. Ja, gut. Dann machen wir es hier jetzt genauso. Und dann haben wir schon mal die halbe Miete. Haben wir schon mal zwei Bögen hier gezogen. Nämlich einmal... Ah, hier müssen aber noch braun zwischen, ne? Ganz viel, oder? Oder sehe ich das falsch? Nö, wir gucken dann mal. Wie das Ganze aussehen soll. Also wir müssen einmal natürlich hier und da. Genau. Wir fangen in der Mitte einfach an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nach innen. Und dann können wir eigentlich auch gleich hier nach innen gehen. Können wir das gleich doppelt machen. Na, weil es wird ja auf jeden Fall doppelt. 1, 2, 3. Richtig. 1, 2, 3. Nach innen. Bloß nicht die Sprungtaste loslassen. 1, 2. Nach innen. Okay, und der nächste käme ja dann... hier ist noch ein Einer, ne? Richtig, ja. 1. So, jetzt gehen wir wieder runter. Zack und zack. Und das ist jetzt ziemlich gefährlich, darüber zu springen. Deshalb gehen wir lieber hier runter. Das heißt, wir können das auch erstmal hier machen. 1, 2, 3. Das sind jetzt ja 5 im Endeffekt, oder? Ist das richtig? Ist gerade richtig, was ich hier mache? Das kann ich gerade irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Weil wir müssen doch hier... Da müssen wir auf den drauf, ne? Autsch. Wir müssen hier drauf.
1, 2, 3, 4, 5. Das ist doch falsch, was ich hier gemacht habe. Nee, das könnte sogar richtig sein. Das könnte sogar richtig sein, weil er nach da auch rausgezogen werden muss. Genau. Mist, das war einer zu tief. Den nehmen wir wieder weg. Und ich freue mich schon aufs Abenteuer. Jetzt hier nach diesem Extrem bauen. Endlich mal wieder aufs Abenteuer oder auf ein paar normale Häuser. Der Turm der Dunkelwacht, der fordert mich schon ganz schön raus, kann ich euch sagen. Der ist schon ziemlich frickelig auch. So, okay. Eins. Und jetzt sind uns tatsächlich die Steine ausgegangen. Ich esse mal lieber einen Happen, weil wir haben uns schon mal wehgetan, wie ihr seht. So, okay. Wir haben noch Steine dabei, nämlich hier in gepresster Form. 64 Stück. Also in sauberer Form. Und jetzt ziehen wir ein paar Ritzen rein und dann ist das Ganze gut. Okay. Und hier muss jetzt schwarzer Lehm zwischen, genau. Dann gehen wir einen runter. Dann so und so. Noch einen runter. So, und hier kommt noch einer rein. Das ist sehr schön. Das weiß nämlich, dass es richtig ist. Ups. Und hier würden dann mehrere reinkommen, aber wir müssen jetzt einmal da irgendwie wieder rüber. Wow, 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 wow. Freunde der Nacht. Ich fahre mal kurz mit dem Dreckfahrstuhl hier hoch. Ein paar Stufen noch. Denn hier müssen wir jetzt ja theoretisch da oben einen solchen hinsetzen. Und dann kommt hier Lehm hin. Eins, zwei. Und hier kommt ein Stein hin, da kommt ein Stein hin und hier kommt wieder Lehm zwischen. Jetzt können wir hier schon mal runtergehen. Müssen wir ein bisschen aufpassen, weil hier ist ein Ende. Und hier müssen wir abschließen. So. Und dann kommt hier jetzt der ganze Lehm wieder zwischen. Ja, und dann haben wir die erste Hälfte des Bogens schon mal geschafft. Meine Güte. Eieieiei. Freunde. Ich weiß ja nicht. Ist das dann in Ordnung, wenn ich so im Grunde jetzt so ein Grundkonstrukt euch gezeigt habe, dass ich den Rest dann sozusagen später baue? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ihr wollt das immer alles sehen. Okay. Dann soll es so sein. So wurde mir gesagt. So wurde es mir gesagt und so werde ich es auch machen. Okay, hier können wir schon mal... Man kann das ja auch so machen, dass man es gleich mit Lehm macht, ne? Das ging ja auch. Wir haben ja noch genug schwarzen Lehm dabei. Müssen wir das nächste Mal, wenn wir in der Baustelle sind, müssen wir wieder welche mitnehmen. So, okay. Dann könnte man es hier theoretisch auch gleich machen. Kommen wir da noch dran? Könnte knapp werden. Aber jetzt. Aber jetzt. Manchmal denkt man noch einfach zu blöd und zu um die Ecke. Sagt man ja auch immer, um die Ecke gedacht. So, okay. Jetzt muss das 5 hoch. Kann man hier das nämlich auch schon machen. Und hier fehlen jetzt noch ungefähr 3, würde ich sagen. 1, 2, 3. Sind wir jetzt auf gleiche Höhe? Boah, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. 3. Ich glaube, 5 hatten wir gesagt, ne? 1, 2, 3, 4, 5. So, ist es so richtig? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Jetzt müssten wir einen rein. Wir sehen es gleich, wenn es falsch ist. Ich mache am besten erstmal hier nur eine Seite. Manchmal ist es besser. 1, 2, 3. Es wird eng. So, und dann hier noch 1, 2, noch einen rein. Wenn wir da runter donnern, dann fallen wir wirklich bis ganz unten und dann war es das. Dann war es das gewesen. Und hier noch einer drauf, genau. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, okay. Und hier würde dann ja höchstwahrscheinlich nur noch einer hinkommen. Ja, alles richtig gemacht. Tatsächlich, unglaublich. Gut. Hier kommt der schwarze Lehm zwischen. 1, 2... Okay. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das dann von unten aussieht. Ob das alles passt, ob wir alles richtig gemacht haben. Hier gehen wir einen raus. Und ob wir überhaupt noch leben. Naja, klar. 2 rein. Man darf nicht nachlässig werden. Man muss hier voll konzentriert bleiben. Und deshalb ist es auch gerade echt schwer, hier irgendwie eine, auch nur eine Art... das ist falsch, ne? Ja, das ist falsch. Eine Art Moderation hinzukriegen, weil... ja, ist gerade echt schwer. Das wollte ich damit sagen. So, der kommt nämlich dann hier hin. Der kommt wieder weg, der olle Dreckbratzen. Und hier kommt das so. Man kann die auch noch so hoch.
Ich glaube, das ist alles richtig, was wir gemacht haben. Wenn nicht, dann müssen wir es halt nochmal nachbessern. Ja, sieht alles ganz gut aus. Ja, ach ja, hier müssen wir auch noch. Okay, hier noch ein schwarzer rein, der noch immer nicht richtig schwarz ist, aber wir sind auf einem guten Wege, das zu ändern irgendwann. So, jetzt gehen wir auf die Seite. Immer besser. So, und dann schauen wir uns das gleich mal von unten an. Da fehlen natürlich noch die anderen Seiten. Habt ihr recht? Habt ihr recht? Oh, und hier hätte ich jetzt ein... Das muss ja voll sein hier von innen, ne? Hatten wir gesagt. So. So. Und dann hier noch einen rein. So. Okay. Hier können wir noch einmal runterspringen. Und hier auch. Hier muss das dann genauso hoch. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben schon wieder 21 Minuten. Ich habe es mal wieder nicht geschafft. Ist noch pünktlich. Also ihr wisst schon. Pünktlich aufzuhören. Natürlich nicht. Wie auch. Und wir haben jetzt keinen Leiter, nichts gemacht. Deshalb bleibt uns wieder nur der Sprung in die Tiefe. Hier würde dann der nächste Turm im Grunde hochkommen. Na, hier würde dann das nächste Element im Grunde hochsteigen. Autsch. Oh, das war knapp. Vor der Kante. Und jetzt gehen wir unten pennen. Denn morgen müssen wir schon wieder zum Superhörnifeld und gucken, ob der Schlangenzungen-Nick da was für uns hinterlassen hat. Das ist ja auch immer wichtig. So, hinunter, Gunther. Und dann schauen wir uns den ganzen Bogen mal an am nächsten Morgen. Und dann ist die etwas längere Folge. Heute am Mittwoch müsste es sein. Ist da mal wieder rum. Wir haben wenig Gerenne gehabt diesmal. viel Konzentration, wenig Gerede. Dadurch natürlich auch. Ganz runter. Oh ja. Schnell raus. Es ist schon saudunkel, aber man sieht noch die Sonne. Mojangs Wagen verschwindet am Himmel und wir legen uns schlafen. Ich nehme mal einen Schluck. Und schaut mal. Ja, jetzt kann man das schon ungefähr absehen, was das wird. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, weil das Gebäude ist so groß, dass man wirklich ein bisschen Distanz haben muss, um es richtig zu betrachten. Und bekloppte Eichhörnchen. Haha. Schaut mal. So sehen die Bögen dann aus. Ja, ja. Schon recht abenteuerliche Konstruktion, das Ganze. Ich bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Und sage, bis zur nächsten Folge. Liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft. Und auf Wiedersehen.